Ja, der Gedankenschinder Dungeon ist schon ein hartes Stück, aber ich glaube, wir haben nur noch einen Raum vor uns und ich weiß nicht, was in Ich dem warte. einen Raum noch auf uns lauert. Ja. Ob da noch was überhaupt lauert oder Ich ob bin wir schon eigentlich erledigt. die Hauptgedankenschinder-Kompanie getötet haben. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt, fragt nur. Harry, du fitz noch. So, erstmal ein Quicksave machen. Dann werde ich erstmal schnell was anderes machen, nämlich den Schwierigkeitsgrad runter. Ich habe nämlich jetzt zwei Leute mit Stufenaufstieg, also eine Stufe aufsteigen. Zusätzliche Waffenfähigkeit, ETW, Priesterzauber, drei Trefferpunkte. Ich kann Zweihänder nicht steigern, also steigere ich zweihändige Kampfstil. So. Gebe ihm einen Priesterzauber der Stufe 3. Tiere festhalten. Magiebann. So, Keldon kriegt auch einen auf Zweihändkampfstil. Ich habe gar nicht geguckt, was Keldon jetzt noch alles gekriegt hat, aber ist eh nicht so wichtig. Er hat nicht gerade viele Trefferpunkte, ich glaube nur zwei Stück oder so gekriegt. So, Quicksave. Und Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen. Euer Wunsch ist mein Ich Begehr. denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Nochmal Quicksave. Okay, wir haben wieder Gedankenschinder vor uns. Ich warte. Ich helfe. Ich werde es tun. Also Erdkolos ist schon mal tot. Sieht so aus, als hätten wir drei Ulifrien und drei Gedankenschinder. Nein, zwei Ulifrien und zwei Gedankenschinder. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Wurde aber auch Zeit. Aber gerne. Das ist nicht so toll. Ja, keine große Herausforderung. Was kann ich tun? In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal eben. Wer hat den hohen Rettungswurf gegen Leben und Gift tot, gegen Zauber? Du hast einen von 9, du hast einen von 6, damit bist du eigentlich ziemlich gut. Du hast einen von 9. Du hast einen von 7. Du bist ganz schlecht, dich brauche ich gar nicht versuchen. Da bist du wahrscheinlich am ehesten. Sind also nur vier Stück da drin. Seid doppelt vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nie so.
So, einen kommen wir, holen wir schon mal raus. Gut. Das haben wir schon mal souverän gelöst. Was möchtet ihr? Die Dienerin der Natur ist bereit. Die Augen. Ich warte auf euch, wenn es von Nutzen ist. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Der Magiewiderstand ist halt das Problem. Ganz meine Meinung. So, Keldorn hat Intelligenz verloren. Das ist aber zum Glück nur vorübergehend. Bis er halt wieder einigermaßen zu sich kommt. Wir kriegen aber gute Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Ja, bei Erwin sieht es nicht schlecht aus. Bei Yahira geht's. Wir haben bei den beiden ein Level abgekriegt, was sehr gut ist. Bei Talisa sieht es auch recht gut aus. Jetzt muss ich halt warten, bis bei den beiden das Gedanken, das Lähmen abgeklungen ist oder das Betäuben. Wie gesagt, das Problem ist, das sind keine Zauber, das sind natürliche Fähigkeiten der Illifiden. Oder der Gedankenschinder halt. Ein sehr passender Name für diese Kerle. Ja, und da ist der Tisch. Mit den Schätzen. Ich warte. Gut, das ist abgeklungen. Das heißt, wir können eigentlich da jetzt reinstürmen und uns um den letzten kümmern. Das müsste ein normaler Gedankenschinder sein. Kein Olifid. Olifarid. Nein, meine Armee ist noch nicht vollständig. Oh, da ist ein Boss. Und da sind jede Menge Gedankenschinder. Oh ja! Mist. Wisst ihr, mein früherer Besitzer sagte immer, ich sei scharf wie Nachbar Snoopy. Das war ja ein solcher Nusskopf. Okay, die Lähmung hat leider gewirkt. Keine große Herausforderung. Das war nicht so schön. Ein stinkendes Loch des Bösen. Ich könnte halt Minsk ins Tobend versetzen, dann hey, da könnten sie nicht mehr ich zeig's euch einfach mal. Macht das Böse einen Schritt zur Seite. Nicht. Ich werde euch ermutigen, indem Minsk ich einfach vorstürze. Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod. So viel dazu. So gut hilft das dann auch nicht. Gott, wie öde. Keine große Herausforderung. Okay, der ist auch schon angepisst. Ich warte. Was sollte nicht sein? Komm, du zu sich!
Okay, der gibt nur 10.000, die anderen geben 19.000. Aber wir haben den Big Boss getötet. Das wiederum war nicht das, was ich geplant hatte. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Stell dir mal vor, ich würde Hardcore spielen und sie jedes Mal wiederbeleben, wenn sie gestorben sind. Ich warte. Ja, fragt nur, was immer ihr wünscht. So, nun der letzte jetzt noch. Die Dienerin der schon erledigt. Der Psychschlag hat halt getroffen. Oh, Minsk hat sogar. Oh, ist schon abgeklungen, Gott sei Dank. Ja, ich dachte, wir machen den Gedankenschinder-Dungeon jetzt, dass wir ihn hinter uns haben. Er ist nicht schwierig, wie man sieht. Er ist schon schwierig, er ist anspruchsvoll. Aber man kommt irgendwie durch. Jedenfalls auf dem Level, was wir jetzt haben, kommt man echt gut durch. Ich warte auf euren, aber gerne. Auf Recht und Ehre. Ich warte, wenn ihr es wollt. So, und hier müsste jetzt unsere Belohnung liegen. Genau, ein Stab, Geld, Kriegshammer und eine Notiz. Diese Notiz ist in verschiedenen Sprachen geschrieben. Einige davon sind so fremdartig, dass man Kopfschmerzen kriegt, wenn man sie nur mustert. Ein kleiner Abschnitt ist in der Handelssprache gehalten. Die Basis ist etabliert und die Infiltration geht weiter. Der Verborgene sammelt seine Anhänger und bald werden wir die Gehirne aller. Die Nachricht geht in der fremdartigen Sprache weiter. Die Lefiden haben zweifellos finstere Pläne, typisch für ihre Rasse. Eure Anwesenheit hat vermutlich ihre Pläne gestört. Spinnenfluch, Spinnenfluch, das einstmal mächtige Schwert Spinnenfluch liegt jetzt zerbrochen in neuen Händen. Nachdem die städtischen Arbeiter es zweckentfremdet hatten, ist es jetzt nur noch für diejenige Person vom Wert, die nach ihm sucht. Peina. Das wollte ich nicht da haben. Stab der Überraschungen. Jedes Mal, wenn der Stab verwendet wird, tritt eine zufällige Auswirkung ein. Nur Zocker wagen diesen Stab in den Kampf einzusetzen. Die Resultate der Anwendung sind bestenfalls überraschend und schlimmstenfalls selbstmörderisch. Der neckische Magier Malimak erschuf den Stab als Geschenk für einen Rivalen. Er war als Scherz gedacht und nicht um den Rivalen zu verletzen oder gar zu töten. Die Aktion des Rivalen ist unbekannt, aber Malimak ist kurz darauf umgezogen. Man sollte den Stab mit äußerster Vorsicht oder besser gar nicht einsetzen. Aha. Hammer der Blitze. Bingo! Ein Zwergenschmied namens Silberkling hat sowohl diesen Hammer als auch zwei weitere mächtige magische Gegenstände angefertigt. Ein Gürtel der Riesenstärke und Ogerkrafthandschuhe. Er wollte sie seinem Sohn zum Geschenk machen, der zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Offizier der Zwergenarmee war und gegen die Riesen- und Ogerstämme dagegen kämpfte. Dummerweise starb Silberklinges Sohn kurz nachdem die Gegenstände fertiggestellt waren. Der Vater kam nicht mehr dazu, sie seinem Sohn zu überreichen. In tiefster Trauer legte er die Handschuhe und den Gürtel an, schnappte sich den Hammer und zog gegen die Riesen in den Kampf. Er starb den Tod eines Helden. Für sich allein ist der Hammer der Blitze schon ein mächtiger magischer Gegenstand. Wird er jedoch mit den Ogerkrafthandschuhen und dem Gürtel der Riesenstärke vereint, durchläuft er eine Verwandlung. Diese Verwandlung muss durch ein entsprechendes magisches Ritual unterstützt werden.
Nachdem die Verwandlung abgeschlossen ist, versucht auch der Hammer zusätzlich 8 Schadenspunkte und ist in der Lage, Riesen und Oger mit einem Schlag niederzustrecken. Wir brauchen also noch Ogerkrafthandschuhe und den Gürtel der Riesenstärke. Das hier ist nämlich das Gegenstück zu dem Teil hier.